Hallo Far Cry Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück hier zu unserem gemeinsamen Far Cry 3 Let's Play. Das letzte Mal haben wir hier die Personalliste geholt, haben da unten nicht zugehauen. Ich lasse die Typen am besten mal fahren, weil immer wenn ich irgendwas anfange, ging es meistens in die Hose. Erst recht, wenn wir in letzter Zeit irgendwelche Außenposten mal einnehmen wollten. Ich habe mir für heute mal was anderes überlegt, weil wir haben uns die letzten Episoden, sind wir wie die Verrückten der Story hinterhergerannt. Wir wissen ja jetzt, dass heute eigentlich nur noch auf uns wartet, und zwar genau hier. Hier sollen wir hin, hier ist sein Ziel oder hier ist unser Ziel. Ich denke mir aber mal, liebe Leutchen, wir haben so viel Zeit in dem Spiel verbracht und wir haben eigentlich kaum die Zeit genutzt, um das Spiel mal ein bisschen besser kennenzulernen. Demzufolge dachte ich mir heute mal, wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach mal nicht hier hin, wir gehen mal, da ist noch ein Außenposten, da will ich hin, da will ich hin. Ne, diese, ja, lass mich da hinfahren. Diese Ausgabe, die ungefähr so 30 Minuten geht, dachte ich mir, wir gehen mal ein bisschen auf Erkundungsjagd, nämlich wir gucken heute, wir holen uns mal einen kleinen Schatzplan und schauen mal, was die Insel außer bösen Leuten, die uns an den Kragen wollen oder außer irgendwelchen Viechern, die uns an den Kragen wollen, noch zu bieten hat. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf Reliktsuche, wir suchen uns mal, der Schlafsack war oben, das Bookie grad. Wir können auf jeden Fall hier erstmal was wieder verkaufen. Wir haben da bestimmt wieder die Taschen voll, oder? Na hier, eine schöne Muschel. Brauche ich überhaupt nicht. Noch eine schöne Muschel. Wasserreinigungstabletten könnten wir aufheben. Aber ja, wir leben einfach nur. Oh Gott, wir haben halb zerknüllte Zigaretten. Nochmal Tabletten. Nur noch ein einziges grünes Blatt. Das geht so nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen aufrüsten. So, lasst mal schauen. Hier gibt es ja bestimmt, gibt es hier eigentlich gleich die Schatzkarten hier drin. Molotowski, Minansky. Nitzki, hier gibt's überhaupt nichts. Granatwerfer, schauen wir mal hier. Spezielles. Ist es hier vielleicht drin? Auch nicht. Konsumartikel. Wir können uns auf jeden Fall mal, wir kaufen uns mal einen Panzer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Auch wenn wir irgendwie heute Karten, da haben wir es doch. Gehen wir mal hier rein. Das ist genau der Bereich, wo wir uns ungefähr gerade befinden. Objekte, Beute. Objekte, Beute. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns mal für 2000 einmal die Objektekarte. Und, die Beutekarte. Machen wir es doch mal so, oder? Dann haben wir, denke ich mal, die ersten zwei Karten schon mal komplett. Das ist alles wunderschön aufgeladen. Das ist schön. Liegt hier vielleicht noch irgendwelches Gerümpel rum, worauf ich achten sollte. Sieht aber nicht so aus. Denn sofort raus in die schöne Nacht. Atmen wir nochmal tief durch. Ist es nicht schön? Ein wunderschöner Morgen, welcher Tag auch immer. Bleib mal ganz knusprig hier. Mitz, mitz, mitz. Hä? Was bist du? Ah! Mann! Ich will doch nur ein paar Schätze jagen. Jetzt habe ich noch einen neuen Bettvorleger. Weg damit. Hat keiner gesehen. Leopardi, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Jetzt nehmen wir aber alles mit, was wir irgendwie kriegen können. Weil ich glaube mal fast, das ist da, denke ich mal, wichtig für später, oder? Wir gucken gleich einmal auf die Karte, wo wir ungefähr jetzt gerade sind. Und was die Karte jetzt eigentlich alles so hergibt. Ja, Nitzki würde ich mal sagen. Ihr wollt mich doch trollen. Gut, dann sorgen wir erstmal dafür. Hier, Wegpunkt. Da machen wir erstmal den Hof platt. Vielleicht steht uns der Hof einfach im Weg. Und danach gehen wir schön geschmeidig, schön auf Schatzsuche. Vielleicht müssen wir auch erst die Karte irgendwie benutzen. Ein paar Pflanzen nehme ich noch mit. Weil ich möchte ein paar Spritzen herstellen. Nehmen wir mit hier. Innen ist noch eine Pflanze. Ah, okay. Das sind Viecher, die wollen nichts von uns. Und ich will auch nichts von denen. Ja, komm. Schwimmendes Bambi wollte ich schon immer mal sehen. Hier gibt es auch noch jede Menge Truhen. Wow. Ich höre was. Hört ihr das auch? Hey, 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 yo. Ich komme schon. Ja. Ah, da ist es. Guckt es euch an. Warum wird denn das nicht... Doch, jetzt wird's angezeigt. Jawoll. Weil ich habe nämlich erfahren von euch, dass man ab 10 Relikten eine Waffe bekommt. Ja, und warum ewig sparen oder sinnlos mit diesem Gutteichzeug rumrennen? Wir organisieren uns einfach so mit den Relikten eine neue Waffe. Wenn das so einfach geht, in Anführungszeichen, dann machen wir das doch auf jeden Fall mal. Halb zerknüllte Zigaretten sind auf jeden Fall... Können wir immer gebrauchen. Können wir immer gebrauchen. Wo ist denn jetzt der Turm? Dahinter müssen wir.
Okay, guck mal ganz kurz, was habe ich für eine Waffe noch dabei? Snipergewehr ist ausgerüstet. Halt. Wolltest du gerade nachladen? Alles klar. Ja, durchladen ist nicht ganz unwichtig. Anders als in GTA müssen wir, denke ich mal, hier nicht großartig auf ja, Bodenschätze hoffen. Ich glaube, das würde alles auf der Karte angezeigt werden. Wir sollten aber vielleicht ab und zu mal wieder auftauchen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Außenposten auf der zweiten Insel eine ganze Ecke schwieriger sind als die Außenposten hier ganz am Anfang. Gehe ich einfach mal grob von aus. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt ein Spaziergang wird. Kann gut sein, dass ich hier genauso fehle, aber das ist auch mal ganz gut fürs Gemüt. Oh, nette Zwitschervögels. Weil die letzten Folgen, ne, das war beim besten Willen, das war kein Genuss mir zuzuschauen, würde ich mal behaupten wollen. Und damit ihr auch seht, dass ich sehr wohl dazugelernt habe. Komm, Jason. Jason, spring. Ah, hüpf. Und, ja, nein. Ah, okay, nimm mich halt einen Weg. Bin ich halt... Was gibt's denn hier? Hallo? Nur eine Truhe. Ich muss nämlich genau meine Lauscher aufsperren, dass ich hier auf jeden Fall nichts links liegen lasse. Weil wenn das hier irgendwo in der Ecke hey hey yo macht, dann will auf jeden Fall wieder so ein komischer Stein was von uns. Und den müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Schauen wir einfach mal. Ja, ganz oben sind wir nicht. Aber wir erkunden erstmal den ganzen Kram. Da ist schon mal ein Außenposten. Okay, ein hier Tütü. Sniper. Nur ein Sniper. Was mich viel mehr interessiert, nur ein Tutu. Okay, das bringt nichts. Wir müssen hier irgendwie hoch. Wir müssen von hier oben irgendwie ran. So gefällt mir das Ganze eine ganze Ecke besser. So, wir machen das heute mal professionell. Da ist eine Tafel, da ist nix. Ausschau halten nach Türmchen. Da ist einer, da ist ein Sniper, da sind noch zwei Typen. Und da ist ein Deejer. So, wir lassen die Natur für uns arbeiten. Hm. Toll, am Arsch mit Natur. Wenn du nicht alles selber machst. Da steht noch ein Typ, seht ihr den? Ich höre gar nichts. Habt ihr gerade gesehen, wie der Laserstrahl durch den Berg durchging? Ja, schon wieder. Aha. Erstmal musst du wissen, wo ich bin, mein Freund der Sonne. Oh doch, wie ich das kann. Das nächste ist der Sniper fällig. Halt, Leute. Der stille Assassine. Ah, der hat Verstärkung geholt. Ja, schlauer Deejer. So, und... Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Jawohl, geht doch. Mann. Oh, gutes Gefühl. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Problem, was wir jetzt haben. Was haben wir denn die schon? Nein, lebe mit der Natur. Nicht gegen die Natur. Die Shadow haben wir jetzt bekommen. Eine Pistole, warum auch nicht. 17 von 34, da würde ich mal glatt sagen. Ja, Halbzeit. Okay, ich wechsle trotzdem mal auf Sturm. Gesucht, neue Aufgaben. Die ganzen Aufgaben, die können wir auch mal machen. Das ist mal eine Frage, die ihr mir in den Kommentaren mal beantworten könnt. Mann, hör auf, da auf die Viecher zu... Ach, das sind das solche Vollidioten. Nee, ist egal. Bei GTA mache ich es ja auch so. Nämlich, dass ich hier zwei Folgen Mission mache. Eine Folge mache ich da mal ein bisschen Gaudi. Gut, mit Gaudi ist ja nicht allzu viel. In dieser Folge würde ich mal vorschlagen, wir machen zwei Folgen oder halt eine Woche vielleicht Mission. Und eine Woche oder aller zwei, drei Folgen, aller drei Folgen würde ich da mal vorschlagen, ja halt, suchen mal Relikte, erobern ein bisschen die Insel. Habe ich das Ding jetzt genommen? Ich will nicht auf dir rumklettern, ich will dich plündern, was hältst du denn davon? Vielleicht rechts am Stiefel? Ach, dann behalt halt deinen Blödsinn. So, ansonsten dürfte eigentlich nichts mehr rumstehen. Die Tischer tot oder die Leute tot? Tischer tot. Gute Arbeit. Danke.
Ja, ich weiß. Nehmen wir alles mit. Bleibt's Messer auch schön scharf. Bitte kümmere dich um die Jobs, die an den Aushangtafeln. Ja, doch, mache ich auch gleich. Oh, starker Munitionsbeutel. Ich will nach Hause. Dann fahr. Ist okay. Komm, genieß die Sonne. Fahr nach Hause. Manchmal kommt man sich echt vor, als wäre man unsichtbar für die Leute. Hallo, ich stehe vor dir. Ja, dann singst du halt. Aber wir stellen uns erstmal was her, nämlich zum einen Spritzen. Medizin, weil da haben wir auch ein bisschen was. Gut, und dann habe ich doch gesehen, Munitionsbeutel, ein starker Munitionsbeutel, zweimal Diecher. Hätten wir, stellen wir her. Ja, oh Gott, des goldenen Diechers. Das wäre mal eine Aufgabe, oder? Die ganzen Jägeraufgaben, was wir da noch alles offen haben. Habe ich den schon gehäutet? Der hat ja immer noch was an. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir die ganzen Karten eigentlich anwenden, weil wir haben ja hier oben, lasst mal schauen, hier sehe ich nichts, aber hier ist jetzt alles schön grün, schaut es euch an, hier ist alles schön grün, so gefällt mir das Ganze doch. Das sieht ja schon mal um Welten besser aus. So, jetzt schauen wir einfach mal in den Rucksack, was wir eigentlich haben, Beuterucksack. Da sind zum Beispiel keine Karten drin. Ja, jetzt ist jetzt die große Frage, ne? Wo sind die Karten versteckt zum Geier nochmal? Handbuch vielleicht? Oh Gott, hier war ich ja noch nie drin. Geheim, Bevölkerung, Orte, Waffen, vielleicht Orte? Ne. Da werden die Städte erklärt. Relikte, Brief der verlorenen Speicherkarten. Da haben wir auch schon einige. Alarm, Körperpanzerung, ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier hinten? Ach du liebes Hammerland, eine schöne Steuerung. Gehen wir wieder vor. Hier sind wir, glaube ich, nicht drin. Also hier finden wir zumindest nichts. Herstellung, Fähigkeiten. Ja, gute Frage. Jetzt habe ich zwei Karten und kann damit nichts anfangen. Oder ich habe alles schon. Du sag mal, weißt du vielleicht, ob ich schon alles habe? Danke für die Info. Wisst ihr was? Dann machen wir das mal ganz einfach. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo noch so eine Butze. Ah, hier, Medipack. Haben wir leider schon alles. Wo ist denn die Butze, wo ich mich ausrüsten kann? Geh mal weg. Und räum mir mal auf. Das sieht aus hier. Reifen gehören ans Auto und nicht in den Wald. Mal auf das Ding hier. Und erstmal schauen. Vielleicht gibt es ja auch wieder ein bisschen was zu holen. Ah, hier. Haben wir alles schon. Brauchen wir nicht. Heben wir auf für schlechte Zeiten. Eine Perlenkette. Hier ist ein bisschen Muni. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Eine Glotze. Und machen wir es dann mal ganz einfach. Was war denn das hier gerade? Geld? Nee, eine Socke oder sowas. Kein Laptop und nix. Ist ja auch nur ein kleiner Außenposten. So, den ganzen Schmarrn hauen wir gleich wieder weg. Das brauchen wir alles nicht mehr. Einen kaputten Teddy, davon haben wir schon mehr als genug. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großartig noch mit spielen. Leopardo-Fälle können wir, denke ich, mal auch weghauen. Zur Not schießen wir uns halt neun. Rennen ja genug draußen rum. Aber ich wollte ja eigentlich drin bleiben, weil ich wollte mal schauen, wenn ich jetzt hier gucke. Vielleicht gibt es ja einfach, wenn ich da Karten verfügbar. Ah, akzeptieren. Hä? Die Karte zeigt Standorte an. Ach, akzeptieren ist immer kaufen. Gut, dann mache ich jetzt halt mal hier Objekte im Bad Town für 2500 und hier Beute im Bad Town. Dann haben wir die obere Insel komplett. Hier muss ja irgendwo Beute, Objekte, Beute, Objekte. Das ist überall das gleiche. Jetzt haben wir sowieso so gut wie kein Geld mehr. Und wenn jetzt auf der Karte nichts ist, ja, dann ist mein Plan mal wieder für die Katz gewesen, weil dann weiß ich nicht, wonach wir suchen müssen. Boah. Und nu? Ah, vielleicht ranzoomen. Vielleicht wird es dann doch... Ah! Der Zoominger ist der Schlüssel welcher. Okay, alles klar, alles klar. Gut. Steintempel. Ja, da würde ich doch mal sagen, wir sind aktuell... Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind, glaube ich, da. Und wo ist das erste Relikt? Das ist hier oben. Relikt. Also, Wegpunkt. Da oben die Insel holen wir uns als erstes. Humtata, wir kommen zu dir. Das ist aber ein bisschen was anderes. Wie gesagt, ich meine, ich hatte heute auch wieder einen anstrengenden Tag hinter mir. Irgendwie bin ich auch so leicht grippal oder so angeschlagen. Insofern ist das für mich auch mal ganz angenehm, wenn ich einfach meine Folge nicht irgendwie durchhetzen muss oder großartig jetzt eine Story folgen muss, weil es... Muss ich mir alles merken. Was geht hier? Naja, mach das. Macht in Ruhe. Aber lass mich auch in Ruhe. Ne, und da sind solche Folgen auch manchmal ganz angenehm, wenn ich einfach mal so
Einfach mal ganz gechillt, so mehr oder weniger. Langsam, 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 nicht sterben. So ganz entspannt, einfach mal so ein bisschen zocken kann, ohne hier. Freund oder Feind? Freund oder Feind ist die Frage. Freund. Ich hab's gesehen. Ja, und die Piraten sehen noch eine ganze Ecke anders aus. Die anderen. Ja, da. Viel Spaß, ne? Ich nehme mal euer Boot. Ich bring's auch definitiv. Halt, 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 halt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir werden jetzt beinahe weggefahren. Ohne dass wir mal die Kiste plündern. Das geht natürlich gar nicht. Wenn wir jetzt schon wissen, wo das Zeug ist, ist aber auch relativ komisch gemacht, ne? Dass du richtig nah ranzoomen musst. Aber so hätten wir zumindest eine Frage relativ schnell geklärt. So, jetzt fahren wir auf die kleine Insel da drüben. Da ist nicht nur ein Tempel zu finden, sondern auch ein Relikt. Und das eine Relikt ist unser 10. Relikt. Und das heißt nämlich auf gut Deutsch, wir dürften eine neue Waffe bekommen. Die soll richtig gut sein. Wartet mal, ich lege mal hier ganz kurz an. Ne, lege ich nicht an. Ich lege nicht an. Grüne Pflanzen finden wir überall. Da mache ich jetzt keinen auf dicke Hose hier. Sondern ganz kurz auf die Karte schauen, ob ich jetzt auch schon richtig fahre oder ob ich jetzt hier großartig... wir sind da unten, okay. Hier müssen wir doch hin. Hier wollte ich hin. Verlorener Brief, das können wir auch noch mitnehmen. Hier, nehmen wir das da erst, zuerst mit. Haben wir auch noch mal 3 Kisten. Und ich denke mal, sowas zu aller 3 Folgen. Wäre das was für euch? Einmal ein bisschen chillen, so ein bisschen hier die Landschaft einmal genießen. Also, wir hetzen durch. Ihr schaut dann immer, jetzt ist er wieder gestorben. Wieder gestorben und wieder macht er denselben Fehler. Mensch, Tom, mach doch mal die Augen auf. Das ist ja für manche schon so grausam, dass sie am liebsten mir das Gamepad aus der Hand reißen möchten und für mich einfach manche Außenposten einnehmen möchten. Das nehmen wir mal alles mit. Da sind wir dann zumindest beim nächsten Mal schon gut vorbereitet. Weil Vorbereitung ist die halbe Miete. Auch in Far Cry. So, und hier soll noch eine Truhe rumstehen. Ja, das ist schon mal eine ganze Ecke angenehmer hier. Da weiß man gleich, wo man zu gucken hat. War ja teuer genug, der Krimskrams, ne? Wir haben jetzt schon ordentlich Geld gelassen für die Karten. Das sind 3000, das sind 4000 Öcken haben wir gelassen. Ein Edelstein. Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht, ja? So, und jetzt muss man den verlorenen Brief finden. Da gibt es ja auch irgendwie nur eine gewisse Anzahl. Da sind wir auch schon relativ weit. Aha. Hm. Warte mal. Pfeilwurz pflücken. Nope. So nicht. Das muss irgendwie anders da reingehen. Aber wie? Aber wie? Okay, da drehen wir uns mal einmal eine Runde im Kreis hier. Ne, wir drehen uns nicht im Kreis. Hier hin muss es doch noch einen Eingang dann geben, oder? Hm. Da liegt er. Erst umgucken. Nicht, dass ich hier jemanden noch störe. Außer ihm bei seiner ja, toten... bei seinem Nickerchen. Ruhe in Frieden. Ich schaff deinen Brief dabei nach Hause. Gut, da hätten wir das. 4 von 20. Schaut, also kommen wir auch ein bisschen voran. Ein Pick-Pick-Vogel. Ne, 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 ne. Ich lege mich nicht mit der Natur an. Heute leben wir friedlich mit der Natur. Wo ist mein Boot zum Geier nochmal? Ne, lass mich in Frieden. Au. Au, oh, schön. Ah! Au, au! Weg! Bist denn du irre? Hau ab! Blöder Pelikan! Wer seid ihr? Freund oder Feind? Jetzt kommt er! Oh, Leute. Was hat denn die Natur gegen uns? Ich mache alles. Ich mache wirklich alles, dass wir hier irgendwie friedlich über die Insel kommen. Ich komme her für Leder. Ne, ich komme her für Briefe. Und was passiert? Da ist unser Boot. Wir kriegen nur auf die Nuss. Komm zurück ins Wasser mit dir. Komm. Weiter. Mein Glück gebe ich dem Kindesgeld. Komm. Komm. Geht nicht mehr. Schauen wir mal, ob es vielleicht schon gar schon reicht, ja. Aus. Schleif dich von dannen. Sehr schön. Gut, die Insel haben wir damit fertig.
Jetzt schauen wir doch mal, wo hatte ich denn das vorhin gesehen? Hier wollte ich hin. Schaut, da gibt es ein Relikt und wieder zwei Schätze. Also, Wegpunkt gesetzt. Nächster Posten. Sieht ein bisschen aus wie Unterwasser diesmal. Sieht echt aus wie Unterwasser. Okay. Na dann. Auf geht's. Hier ist es. Und das sollst du einfach so finden. Nummer 10. Jawoll. Halt jetzt noch eine Truhe, aber ich muss ganz kurz auftauchen. Relikt. Ah! Ah! Mann! Ja, Bull. Das ist die Waffe welche? No Scope hier. Mann. Ich glaube, mit Hai kann ich ein bisschen was anfangen. Zweimal Haihaut, war das nicht irgendwas? Oh. Okay, ganz ruhig. Hier ist irgendwo noch eine Truhe. Die möchte ich auch noch mitnehmen. Warte, ich sauf ab. Wo ist die letzte Truhe? Taugt die Bulls was? Ich glaube, mich zu erinnern, dass die ganz gut sein soll. Also ist er nicht Schrot. Au, was denn jetzt schon wieder? Oh, das Ding ist ja haiverseucht, das Gewässer. Wo bist denn du? Hä? Ja, komm her, kriegst auch einen No-Scope. Wo habt denn ihr den Bootsführerschein gemacht? Wo ist denn der Fisch? Fischi, Fischi, Fischi. Dass man die nicht anlocken kann. Vielleicht kann man sie anlocken. Hier, ich bin ein kleiner Tourist. Da ist er. Seht ihr? Da ist er. Ja, schön, dass ich ihn jetzt so nicht mehr sehe. Doch, da ist er. Na komm, heute den Hai. Mann, verzichte auf die Animation, ich will nicht absaufen. Ich hatte da, glaube ich, noch irgendwas mit Haihaut. Oder auch nicht. Wir sammeln einfach mal ein bisschen. So, aufs Boot wieder drauf, was natürlich nicht geht. Wieder raus. Konzentrieren. Schwung und... Alle ab. Geht doch. Ich bin gar nicht mal so blöd, wie ich aussehe. Okay, schauen wir mal. Nächstes Relikt, nächste Schätze. Wir plündern die ganze Insel. Wenn wir schon hier Sklaven sind für die Leutchen. Was seid ihr hier drüben? Messer werfen. Da ist noch ein Brief, oder? Sieht aus wie ein verlorener Brief, der hier noch ist. Beutekiste? Beutekiste? Okay, lenken wir mal um, wir fahren mal hier einfach mal hin. Sah nämlich aus wie noch ein Brief. Wie gesagt, ich meine, wenn ich das Spiel spiele, durchspiele, ich möchte es natürlich durchspielen komplett, nicht nur von der Story her, sondern auch von anderen Dingen, dann möchte ich natürlich ja, auch die ganzen Nebensachen mitnehmen. Nämlich halt die Kisten mitnehmen, die Beutedinger mitnehmen, weil wir haben so viel Zeit investiert und ich glaube, das will das Spiel auch. Das ist ja gut für das Spiel. Ah, aber hätte ich gar nicht ranfahren müssen. Ich meine, bis ein neues Far Cry kommt, das wird eine Weile dauern. Wenn überhaupt eins kommt. Es ging ja, ich glaube mich zu erinnern, dass es so Gerüchte gibt, wo es dann heißt, dass gar kein neues Far Cry derzeit geplant ist. Ja, dann nennen sie es halt anders, aber irgendwas wird Ubisoft schon wieder rausschmeißen. Aber bis es soweit ist, gucken wir so ganz in Ruhe. Hier liegt ein Blick Bargeld rum, das nehmen wir natürlich auch mit. Nehmen wir mit. Komm her. Komm her. Komm her. Aha. Ich muss neben den Hocker zählen. Oh, hier lebt aber ein reicher Inselbewohner. Also ehemals reich, weil jetzt bin ich reich. Wir brauchen mal wieder Geld für Karten. Ich denke mal, das nimmt er mir nicht allzu übel. Und die 7 Kröten, davon kannst du ja auch nichts holen. Komm. Und bevor er sich davon Müll kauft, in Form von zerknüllten Zigaretten oder einem kaputten Teddybär, nehmen wir das noch mit. Ne, hier war kein Brief. Oder irre ich mich? Nee, hier gibt's keinen Brief. Nope, hier war mal gar nichts. Aber ich glaube, hier war am Strand doch noch eine Truhe, oder? Ja, da ist noch ein anderes Boot. Ich bleib mal bei der freundlichen Kautschuk-Variante. Nehmen wir den nochmal mit. So, Blick auf die Karte. Wo sind wir denn aktuell? Wir sind im... da oben ist noch was. Schauen wir mal, ob hier vielleicht noch was auf so einem Ding rumliegt. Aber hier haben wir schon relativ gut geplündert, muss ich mal sagen.
hier, das Ding würde sich noch lohnen. Also daher rings, ja, ich weiß, ich fahre ein bisschen komisch rum. Hätte man alles bitte besser organisieren können, aber der Weg ist das Ziel. Wenn wir einmal durch sind, sind wir durch und dann können wir auch nicht mehr sagen, ach, hätten wir hier und hätten wir da. Warte mal, ich soll vielleicht die Truhe hier am Strand auch noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir alles mit. Weil ich gehe mal davon aus, dafür gibt es am Ende bestimmt auch, du hast die komplette Insel geplündert. Erfolg. Oh, das sieht auch nicht aus. Ein bisschen vergammelter. Nehmen wir mal den Kahn. Ein bisschen zusammengeflickt. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, einmal, glaube ich, um die Insel herum. Dann sollten wir schon an der nächsten Stelle sein. Ich weiß nicht, ob das für euch genauso entspannt ist wie für mich. Aber wie gesagt, es ist ab und zu immer nur die Story hetzen. Das ist aber bei GTA so, wenn du immer von einem Deal zum nächsten fährst und dahin und dorthin. Klar, wenn man wissen will, wie die Story weitergeht, ist es auf jeden Fall wichtig. Halt, nicht so viel Gas. Also wir sind sowieso schon da. Ich wollte sagen, guck mal, ein fahrendes Boot, aber das nennt man Auto heutzutage. Ja, wenn man wissen will, wie es weitergeht, ist die Story natürlich extrem wichtig. Aber und guck mal, was wir allein hier an Kohle einnehmen, wenn wir den ganzen Krimskrams mitnehmen. Hier. Das ist ja pro... Ach nee, die kann ich gar nicht mitnehmen. Das ist ja pro kleine Insel hier, ist das ja mal locker 150, 200 Dollar. Und da steht es einfach nur so rum. Und wir haben es bisher noch nie gesehen, das Ding. Außerdem bringt es Erfahrungspunkte. Schau, 11 von 120. Noch eins, aber wir haben 10% schon gefunden. Wollen wir noch eins machen? Ah, Leute, kommt, eins machen wir noch. Hier, das Boot nochmal ins Wasser geschubst. Eins machen wir noch, eins geht noch. Jetzt fäng dich nochmal dahinter. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wo haben wir denn noch ein Relikt? Da würde ich mal sagen, fahren wir mal hier so hin. Nehmen wir das Relikt noch mit? Ah, hier oben, das hatte ich markiert, schaut. Da komme ich ja gar nicht hin, weil da die Insel im Weg ist. Müssen wir erst die ganze Insel kaputt machen. Ne, wir legen dann hier gleich an Land an und damit ist Ruhe. Müssen wir doch noch 3 Meter laufen, aber kleiner Spaziergang ist auch ganz gut. Aber schaut mal, wie viele Leute von uns zurzeit hier patrouillieren. Auch nicht schlecht, ne? Ich bin ja mal gespannt, ob wir in der nächsten Episode dann heute rund machen können. Wenn wir schon zu seinem Anwesen eingeladen wurden, würde das ja unterm Strich bedeuten, dass wir hier erstmal anlegen. Ach, blöder Kahn. Und dann, ich bin ja schon gespannt, aber ich glaube mal noch nicht. Ich traue dem Frieden noch nicht. Ich traue dem Frieden noch nicht, weil diese Arbeiterliste zu organisieren war beim besten Willen. Das war da keine Herausforderung für uns. Das ist ja Low-Skill hier. Unter Wasser oder wie? Ja. Okay, Perlenkette. Ja, da gehen wir jetzt mal schön geschmeidig eine Runde spazieren. Das sieht aber aus, als würde es in die Höhle reingehen. Also wir gehen zumindest hier unten durch. Leute, kann er mich mitnehmen? Oder auch nicht. Mir kommt das Ding aber ein bisschen bekannt vor. Kann das sein, dass wir hier schon mal waren? Aha. Sieht alles ein bisschen kaputt aus hier. Geht das kaputt? Nee. Servus, Vorsicht, Vorsicht. Stimmt, hier habe ich da diesen einen Typen. Ich wollte das Viech messern. Das Grunzi-Grunzi, dann sind die uns hinterhergeeiert. Wisst ihr das noch? Da hat man ja gar nichts. Da war ich auf Schweinchenjagd. Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Warte mal, nochmal auf die Karte gucken. Näher ranzoomen kann ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall, das ist neben der Straße. Bleib flauschig. Flatterviech der Hölle. Ja, und dann noch diese Musik dazu. Und dann noch diese Musik dazu. Beatboxer? Gott, ey. Bäh. Seit Jahren schnippelt er an dem Viech rum und wird nicht fertig. Also ich möchte nicht der Chefkoch sein, der auf das Schwein hier wartet. Warte mal, pass mal auf. Ich weiß nicht, ob das hier... Ah. Jason Jones ist hier. Geht doch.
Oh. Da sollst du drauf kommen. Ho. Steine verschwindet. So, 10% haben wir der Relikte. Wenn wir jede Folge 10 so Dinger holen. Ja, dann sind wir aus den 10 Folgen durch. Das ist ja mal eine krasse Höhle. Wie groß ist denn die? Hier wäre es auch reingegangen. Egal. Wir haben uns den Weg freigesprengt. So, Blick auf die Uhr sagt mir, unser kleines Schatztor geht jetzt hier vorerst zu Ende. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ob das für euch... Was ist denn das? Ah, das sind diese Dinger da. Prüfung beginnen. Okay. Tom Thompson 0. Ah, schönes Ding. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Ach du liebes Heimatland. Da haben wir ja gar nichts gemacht. Wollen wir das noch machen? Komm, pass mal auf, wir machen das mal noch. Starten. Verteidiger-Kill, Berserker-Kill, Pyroman-Kill, Schlitzer-Kill, MG-Kill. Okay. Bonus, Zeitbonus. Machen wir halt mal noch so eine Prüfung. Heute ist einfach mal... Wir gucken uns alles an, was wir bisher links liegen gelassen haben. Folge. So, töte so viele Gegner wie möglich mit allen verfügbaren Waffen. Mal, kann ich die nicht aufheben? Ich bin Jason Brody. Nee. Zeitbonus hinter uns. Hey, da lebt er ja noch. Macht er so einen Mist nicht. Okay, wir brauchen mehr Zeit, Bonifässer. Angreifer-Kill. Uns geht die Zeit, glaube ich, langsam aus. Ah! Spritzerin. Okay, wir machen uns aber ganz gut. 120 Punkte ist schon mehr als 0. Ich frage mich nur gerade, wann diese Berserker-Kills und sowas kommen oder ob ich da jetzt irgendwie... Ne, da ist gar keiner. Au. Also selbst für Nahkampfangriffe bekommt man relativ wenig bis gar nichts. Takedown, das bringt auch nicht viel mehr. Hier ist eine Zeitbonus, das nehmen wir gleich mal mit. Ja, davon kannst du ausgehen, mein Freund. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen bewegen, allein wegen den ganzen Zeitbonifässern, dass wir da noch irgendwas finden hier. Aber wir haben bloß noch 3 Sekunden. Na, ja, immerhin. Hey, lass die Prüfungen beginnen. Na super. Habe ich jetzt, erreiche 175 Punkte um $250, um Dimine, okay, 325 Punkte. Ja, immerhin. Wir haben eine so eine Prüfung gemacht. War aber ganz schön anstrengend. Also wo diese Zeitdinger versteckt sind. Ich habe aber auch nichts auf der Karte gesehen. Oh, schön, dass wir jetzt hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, können wir noch ein bisschen Unkraut jäten. Und dann machen wir auch wirklich Schluss für heute. Weil da kann ich mich jetzt auch noch ein bisschen schonen. Das war das falsche Blatt. Wo ist denn das grüne zum Geier nochmal? Hier ist ein grünes Blatt. Pfeilwurz. Pfeilwurz erinnert mich immer ein bisschen an Ninwurz von Skyrim. Ich meine, wir können die Leute nichts anfangen, die kein Skyrim gespielt haben, aber auch ich habe sowas mal gespielt. Man glaubt, das kam gut, das hinnehmen wir auch noch mit. Aber dann haben wir's, würde ich mal sagen. Dann haben wir's. So. Und an dieser Stelle, mit dem wunderschönen Ausblick auf den Drachen und das Meer, würde ich mal sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr diese kleine Folge gefunden habt. Ist das was für euch? Kann ich sowas öfters mal machen? Oder sagt ihr, bitte, 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 mach einfach die Story durch und dann hör auf, diesen Dreck zu spielen.
Das könnt ihr natürlich auch, da entscheidet ihr auf jeden Fall ein bisschen mit. Ja, für mich war es auf jeden Fall mal ein bisschen entspannt, mal ein bisschen was anderes. Aber ich richte mich natürlich da auch ein bisschen nach eurem Wunsch. Ne? Wir können jetzt ja erst noch die Story durchprügeln und dann die ganzen Relikte holen. Geht natürlich auch. Gut, ja. Ich genieße jetzt hier Ausblick noch auf die Insel. Nochmal tief Luft holen und sag einfach bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Far Cry 3 Let's Play. Diesmal oder das nächste Mal geht es heute hoffentlich an den Kragen. Wir sind bereit. Bis denn, ciao, ciao. Euer Jason Jones, aka der Tom. Also, bis dann, ciao, ciao.